gelagert. So, wir waren jetzt 2 Tage in Santiago. Jetzt geht's weiter nach Finisterre. Wollen wir ein kleines Experiment wagen, und zwar mit nur minimalem Gepäck zu laufen. Es sind ja nur 3 Tage ungefähr. Und die beiden Rucksäcke hier und die Stiefel. Jasmin, ihre Stiefel sind bei mir unten drin. Die lassen wir hier komplett. Was wir mitnehmen, sind unsere zweite Paar Schuhe. Die lassen wir an. Und meine sind übrigens neu. Die habe ich mir beim Decathlon gekauft. Genau. Und was wir auch gleich beim Decathlon uns noch besorgt haben, ist dieser schöne Quechua-Rucksack hier mit 10 Liter, und der soll reichen für uns beide jetzt für die nächsten 3 Tage. Was hier reinkommt, beziehungsweise auf dem Kopf, ist einmal Sonnenschutz. Dann kommt natürlich die Kamera mit, damit wir euch berichten können. Unsere Handys, Ladekabel, dann Reiseführer für die letzten 3 Etappen, ein etwas zusammengeschrumpfter Kulturbeutel mit den Medikamenten und Zahnbürsten. Schlafsäcke lassen wir auch da. Wir werden uns so Pensionen oder sowas suchen für die Übernachtungen für die letzten 2, wo wir Bettdecke haben. Wahrscheinlich sogar Handtücher. Handtücher nehmen wir 1 mit jetzt. Das Nötigste an Ersatzkleidung, also jeweils eine kurze Hose und ein T-Shirt noch und Unterwäsche. Reicht also genau, um immer ein Set Unterwäsche zu waschen und ein Set zu tragen. Und damit ist der Rucksack auch so ziemlich voll. Mal den Kameradeckel wegpacken. Man kriegt noch gerade ein bisschen Trink mit rein. Flasche müssen wir wahrscheinlich in die Hand nehmen, können wir mit Wasser auffüllen. Jetzt haben wir also das hier noch am Gepäck übrig. Kamera, Mini-Rucksack und eine Flasche trinken und unsere Stöcke, damit wir auch schnell unterwegs sind. Ja, wir sind seit 1,5 Tagen ungefähr unterwegs mit unserem Notfall-Minimalgepäck. Läuft ziemlich gut. Wir haben heute Morgen mal gezählt, wir sind an 21 Leuten vorbeigelaufen heute Vormittag, weil wir einfach wesentlich schneller laufen können, so ohne die großen Rucksäcke. Haben natürlich dafür auch zum Beispiel keinen Regenponcho dabei. Und jetzt ist zum ersten Mal so, dass doch etwas mehr regnet. Man sieht es jetzt hier kaum, weil wir uns untergestellt haben. Ja, und jetzt müssen wir warten. Jetzt haben wir da eine größere Wolke. Jetzt müssen wir warten, bis die vorbei ist hier, weil es regnet hier ziemlich. Und wir wollen heute für unsere Verhältnisse ganz schön weit laufen, ich glaube 34 Kilometer oder so, und 21 davon haben wir jetzt, oder 22 oder 23, und ja, wir müssen ungefähr 11, 12 Kilometer, und wäre schlecht, wenn wir da nass werden, zumal wir auch gar nichts zum Wechseln dabei haben, außer Unterwäsche. Deswegen stehen wir jetzt irgendwo in der totalen Pampa und warten, bis es aufhört zu regnen. Also ich kann immer nur empfehlen, zur körperlichen Entlastung auf jeden Fall mit Wanderstock zu laufen. Und Phil war der Meinung, seine Trekkingstöcke reichen nicht mehr aus. Und er braucht einen größeren Stock. Filmen wir mal hoch. Okay. So, definitiv unser letzter Wandertag in Spanien. Auf dem Weg nach Finisterre. Nachdem wir gestern 38 Kilometer gelaufen sind, haben wir heute nochmal 30 Kilometer und sind gerade losmarschiert in der Herberge. Und wenn wir heute Abend ankommen, haben wir es geschafft hier. So, wir sind jetzt im Ort Fisterra angekommen. Bis zum Kap Finisterre sind es noch knapp 4 Kilometer. Das Wetter heute ist leider nicht so schön. Deshalb suchen wir uns jetzt erstmal unsere Unterkunft und hoffen, dass das Wetter noch mal besser wird. Es hat heute schon mehrmals geregnet, und wir möchten natürlich noch ein paar schöne Aufnahmen vom Kap Finisterre machen.
Das ist somit das Ende unserer Pilgerreise in Spanien. Jetzt haben wir auch einen ziemlich engen Zeitplan. Jetzt geht's zurück nach Fisterra. Dort dann gleich mit dem Bus zurück nach Santiago. Und morgen früh geht's mit dem Bus erstmal nach Vigo an der spanisch-portugiesischen Grenze. So, wir sind zurück hier. 3 Tage sind vergangen. Da waren wir hier an derselben Stelle, haben unsere Rucksäcke abgegeben. Jetzt haben wir sie wieder geholt. Aus der Touristeninformation, da vorne ist übrigens die günstigste Möglichkeit, außer Martin Hotel oder was, die das gratis machen, aber ansonsten ist es die günstigste Möglichkeit, hier Rucksäcke einzulagern in Santiago. Das ist gegenüber der Bibliothek bei der Touristeninfo in der Avenida de Xoán. Xoán 13, wahrscheinlich irgendein König, keine Ahnung. Kostet 1 Euro pro Tag pro Rucksack. Wir haben uns also 6 Euro bezahlt für 3 Tage, unsere beiden Rucksäcke hier einlagern. Und jetzt geht es nochmal in ein Hotel, weil morgen früh geht es dann weiter nach Portugal. Uns ist kotzschlecht, allen beiden von der Busfahrt von Finisterre zurück nach Santiago. Es war echt übel. Wir wissen halt wirklich, woran es liegt, aber uns ist ziemlich kotzschlecht. Bis später. So, und der hier hat ausgedient. Da wir nicht den Bedarf sehen, den jetzt noch 1,5 Monate oder 2 Monate mit rumzuschleppen, sagen wir hier Ade, dieses Kapitel ist hier beendet.